Hallo YouTube und willkommen zu Folge 2 der Vorstellung von der Hasefeld V2. Zusammen wieder mit dem Maddi natürlich. Hallöchen YouTube. Und ja, wir sind schon mal vorgefahren zum nächsten Punkt. Wir waren beim letzten Mal, haben wir hier beim Logistikcenter aufgehört. Jetzt sind wir bei der Knollen AG. Ja, das Ding muss ich jetzt erstmal kaufen wieder. Das machen wir mal eben schnell. Wo ist mein Mauszeiger? Da. Das hätte ich gern. 273.636 kaufen, jawohl. So, jetzt ist das auch unsers. Genau. Können wir hier mal eben gucken. Was haben wir denn da? Hier zum Beispiel gibt es Systemtech, Knollen AG, Linie 3. Karotten, Leerkisten und Arbeiter brauchen wir. Und dann gibt es Bioabfall und gewaschene Karotten. Hier beim Gleich nächsten. Haben wir hier mit gewaschene rote Beete. Und gewaschenen Knoblauch. Jawohl. So. Aber um das mal schön zu zeigen, müssen wir hinter das Haus gehen. Okay. Denn hier ist der Abladepunkt. Ah. Und hier bewegt sich auch was. Oha. Produktion, da. Eingang. Eingang, Produktion, jawohl. Das ist ja schon. Muss man aber aufpassen. Guck mal, das sind zwei Trigger. Hier, wo wir stehen, ist Knollenverkauf. Und hier ist Eingang. Jung, muss man aufpassen. Ah, ach so, okay, ja. Mhm. Macht Sinn. Nicht, dass man zu weit fährt. Ja. Und da auf dieser Seite Karotten, rote Beete und Knoblauch waren, sind natürlich auf der anderen Seite vor dem Haus. Ich wollte gerade sagen, da sind jetzt die anderen. Nämlich Zwiebeln, Kartoffeln und Zuckerrüben. Genau. Kann man auch mal kurz hingehen? Genau, ich laufe da, laufen wir da mal eben rum. Da bewegt sich alles, das ist so schön. Ja. Laufbänder bewegen sich auch hier. Und hier sind dann die Trigger darf. Ja. Da haben wir hier dann ja, gewaschene Zuckerrüben. Bei dem sind es dann gewaschene Kartoffeln und gewaschene Zwiebeln. Genau. Genau. Und dann habt ihr hier schon mal einen riesen Produktionszweig, wo ihr mal, ich würde mal behaupten, kräftig zu tun habt, dass ihr den ins Laufen bekommt. Ist, denke ich auch, ja. Weil hier sind wieder unsere Arbeiter, der wo mich nicht anguckt. Ja. Abgehobener Fatt. Echt. Stimmt ja, mit denen nicht. Ab zum Auto und zur nächsten Produktion, würde ich sagen. Jawohl. Das haben wir gepackt, das mein. Was sagst du so? Haupt. Aber jeder kennt ja Olafs Parken. Was? Weil ich jetzt einmal über zwei Parklücken geparkt habe. Also bitte. Mhm. So, mal ein bisschen weiter, ein bisschen weit rauszoomen hier, damit ihr ein bisschen was von der Landschaft sehen könnt. Kommt hier ein Zug? Hoffentlich nicht. Nee, ich glaube nicht. Weil die Waggons stehen da ja. Ein Wasserfall, echt hübsch. Mhm. Immer so kleine Gimmicks dazu im Wald mal. So. So, weiter auf die Hauptstraße. Ich glaube, wir sind richtig, jawohl. Das hast du eben auch gesagt. Ah, ja, da hatte ich auch recht. Ja, okay. Ich lasse das mal so stehen. Besser ist. Also ich nicht über meinen Fahrstil wundern, mein Controller ist nicht mehr der neueste, der eiert ein bisschen. Aha, Controller ist also. Ja, natürlich. Hier ist da kommt eine Aral-Tankstelle, wenn ihr mal tanken müsst. Hier gibt es ein paar Vorsichtbremse. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Na? Geht auf, geht auf. Bäume, Obstbäume. Kirschen. Kirschen. Kirschen sind lecker, grundsätzlich. So, da hätte ich auch gesagt, parken wir mal. Jawohl, da ist schon wieder der Arbeiter, der nicht guckt. Genau, und wir müssen das auch wieder kaufen. Ja, aber natürlich, kein Problem. So, da sind wir hier beim... Was sind wir denn hier? Ach nee, da muss ich essen. Und? Ach, wenn der Mauszeiger ganz woanders ist, dann bringt das nichts. Ne? 503.000. Jawohl.
Da könnt ihr mal eine halbe Mille liegen lassen. Mhm. So, wo sind unsere Crew? Ja, genau, die suche ich auch gerade. Hier ist irgendwas, aber das ist... Hier sind wir. Wo denn? Ja. Da hinten. Hier kann ich irgendwie... Hä? Moment. Wo ist er denn? Ach, da. Mein Gott. Ich laufe im Kreis. Das wissen wir. Wow. Hm? Was haben wir denn hier? Schonwelk, Linie 1. Wir brauchen Wasser, Wolldünger-Pellets, Leerkartons, Leerpaletten, Leerkisten und Arbeiter. Und dann gibt es Bioabfall und gelbe Schnittblumen. Beziehungsweise blaue Schnittblumen, rote Schnittblumen und exklusive Schnittblumen. Brauchen wir da was anderes für? Nee. Und hier ist auch noch eine. Ja, ich komm. Ach nee, das ist der Arbeiter. Also. Wo bist du denn? Ja, das weiß der ich läuft jetzt auch. Verkehrt. Na, hier. Glaube, wo denn? Na hier. Auf deinem Auto? Ja, da ist nichts, aber hier. Ach so. Sag das doch. Schick mich doch nicht in die andere Richtung. Doch, macht Spaß. Aha, Wasser, Voldemort-Panels, Leerkarton, Leerpaletten, Arbeiter und dann gibt's frisches Obst. Frisches Obst ist gut. Ja, hier gibt's so viel zu tüdeln. Echt, das ist ja... Das könnte richtig echt im Arbeiter. Multiplayer richtig, richtig interessant werden. Mhm. Das glaube ich auch. Fahren wir zum nächsten? Ja. Würde ich was sagen. Haben ja so viel noch zu zeigen. Auch hier nehmt dann wieder ein bisschen Freifläche. Wenn ihr Sachen platzieren wollt. Muss ich überlegen. Bisschen zurück und dann darunter. Yeah, das Tor. Halt. Jetzt. Hat sich eingeklemmt. Nee, alles gut. Ich war nur zu langsam. Hä? Wie immer also. Das hast du gesagt. Ja, ist doch so. Ja. So. Zoomen wir mal so weit raus, wie es geht. Damit ihr so viel seht, wie es geht. Und wie gesagt, landschaftlich finde ich es halt auch. Es ist schon cool gemacht hier mit den Baumstämmen an den Seiten. Immer mal so ein paar Kleinigkeiten und so. Oh, hier wäre es auch rausgegangen. Upsi. Wow. Jetzt und wisst ihr, jetzt seid ihr wenigstens so schlau und wisst, hey, da kann man rausfahren. Muss ja. Nicht so fahren wie die anderen zwei. Genau. Da auch wieder eine kleine Freifläche. Hier kommen Blätter. Blätter? Ah, oh. Hat keiner gesehen. Da ist jetzt keiner mehr. Hat er den Blätter umgemallert oder was? Ja. Und jetzt habe ich hier irgendwie den Frosten-Cool-LKW hinter mir, der mich wegdrängeln möchte. Weil so. Du wahrscheinlich auch bummelt. Ja, ich stand ja auch am Blitzer. Vor dran. HPE. So, jetzt. Und dann kommen wir, glaube ich, zur. Hier ist aber. Vorletzten. Ja, wir schauen mal. Hey, das Tor ist sogar offen. Cool. Wo haben wir denn hier Trigger? Ich glaube, das war alles hier hinten. Hier ist auf jeden Fall wieder ein Bauwagen. Das ist auch schon mal ein gutes Zeichen. Und hier sind auch die Trigger. Magst du wieder kaufen? Ja, natürlich. Weil, ne, ich kann mich da jetzt einmal so ranstellen, ne, wie ihr seht, seht ihr nix. Genau, so, kaufen. Das sind auch nochmal 346.411, also, wenn ihr alle Produktion haben wollt, das geht dann schon, Ja, müsst ihr vorher schon mal kräftig wirtschaften. So, hier gibt's, hier brauchen wir Hackschnitzel, Arbeiter und Kartonverpackungen. Und hier genau. Braucht ihr Arbeiter und Holzbretter. Und in der Herstellung bekommt ihr Leerkisten und Leerpaletten.
Also, genau. Wisst ihr, das hier braucht ihr eigentlich vorsorglich mal. Ja. Weil ohne Paletten läuft ja bei den anderen gar nichts. Genau. So. Dann hätte ich gesagt, fahren wir das Stückchen zurück und fahren mal noch hoch zu die All-in-One. Fahren wir vor. Ich finde das richtig. Ja, ich folge dir einfach, ne? Ich kann immer sagen, du bist schuld. Ja. Ja. Nur immer auf die Flauschigen. Ja, das kenne ich ja selber, ne? Also. Aber ich glaube, das geht da hoch, wenn ich. Wow. Nur fliegen ist schöner. Okay, der Panda glaubt, es geht da hoch. Das ist schon mal grundsätzlich. Ich weiß nicht, ob ich. Oh ja, also hoch geht's hier. Jawohl. Schlüter. Komm, Schlüter. Und noch einer. Ja, Mensch, hier ist ja. Ist, Mann, hier ist ein Verkehr. Ja. Ditch. Hi. Mahlzeit. Nichts passiert. Niemand hat was gesehen. Genau. Ja, all in one. Klingt gut. All in one Lebensmittel. Ich glaube, das hier ist so der Endgegner von alle. Der Endgegner? Bis der Endboss kommt. So. Müssen wir auch wieder kaufen. Ja, das machen wir nochmal eben. All in one. Kaufen. Kostet 148.699, jawohl. Ist gekauft. Was haben wir denn dann da? Ja. Das ist das, was ich mit Endgegner meinte. Ah ja, natürlich. Wir brauchen Schwein, Kuh oder Huhn, Petersilie, Leerkarton, Leerpaletten, Arbeiter und dann gibt es Bierabfall und Kühlwurst. Sehr schön. Hier gibt es Kühlfleisch. Und was gibt's hier? Lebensmittel. Die Liste ist ja unwesentlich länger. Schwein, Kuh, Huhn, frische Milch, Petersilie, gewaschene Erdfrüchte, frische Eier, frisches Obst, Leerkarton, Leerpaletten, Arbeiter und dann gibt's halt Bioabfall und Lebensmittel. Ja, das hier ist der, ne? Das geht erst, wenn du alles andere schon hast. Und wenn du dir hier hinten das anguckst, hier sind die Anlieferstellen, was hier alles klingt. Ja, das sieht schon. Das musst du alles versorgen. Oh. Ich fühle mich wie im Flugsimulator. Blinkende Lichter. Nee, das ist aber keine schon Landebahn, wa? Nee, aber fast. Ich sag ja, es sieht so ein bisschen so aus. Aber ist schon cool. Also. So kann man. Kann selbst ich das nicht verfehlen. Und du nicht. Und auch Ingo nicht. Und auch Björn nicht. Ja. Und ja, alle anderen auch nicht. Richtig. Nee, so. Ist schon cool gemacht, also. Jetzt ist das Ding, was sagt unsere Zeit? Wir sollten noch ein bisschen Zeit haben, oder? Ja, 13 Minuten haben wir gerade. Also. Dann hätte ich gesagt, fahren wir in der Zeit mal noch kurz Runde zum Sägewerk. Ja. Und dann gibt es wahrscheinlich noch einen kurzen Teil 3 zur Vorstellung. Jo. Dann, oder wir machen es länger. Muss jetzt Olaf entscheiden. Ach, das, ja, wir schauen. Wir fahren da erstmal hin. Genau. Da ist ein Schlüter. Kommt drauf an, wie viel da noch nach ist. Das sind jetzt in 3 Minuten dann, ne? Halt noch 2 Sachen. Also Teil 3 würde sich, glaube ich, lohnen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir einen Teil 3. Sonst können wir den ja dann auch ein bisschen ausführlicher machen mit den letzten Sachen. Gibt da ja noch so ein paar Dinge zu zeigen. Denn dann könnten wir euch zeigen, wie ihr das mit den Arbeiter hinbekommt. Zum Beispiel. Und wir sind verkehrt gefahren. Ja, das. Also hier könnt ihr optimal wenden. Ja, genau. Und hier links, wenn man hier jetzt reinfährt, da sind so ein paar Freiflächen, wo ihr Sachen platzieren könnt. Ja, denn genau das wollten wir euch nämlich zeigen. Richtig. Wir verfahren uns nämlich nicht. Das ist alles geplant. Richtig. Ist total durchstrukturiert. So. Glaubt uns keiner irgendwie. Ich glaube auch nicht, aber Versuch ist es wert. Tolle Tunnel. Ja. So, ich gebe. Ah, Gottes Willen. Hat er dich weggeräumt? Oh, shit. Das wäre jetzt so.
Eigentlich müsste ich die Folge mit dem Crash beenden. Nee. Na, ich habe gerade wieder, ich bin gerade in die Außenansicht. Ich bin in die Außenansicht gegangen, weil ich halt gerade wollte gerade sagen, so, damit ihr mal wieder ein bisschen was von der Landschaft sehen könnt, und dann ist der da entgegenkam, halt links abgebogen. Und natürlich war dem egal, dass da von vorne einer kommt. Ich halt voll in die Seite gecrashed. Denn in Folge 3 wird diese Bushaltestelle wichtig. Jo. So, fahren wir noch das Stückchen bis zum Sägewerk, hätte ich gesagt. Genau. Und dann machen wir Schluss mit der Folge. Genau. Soll ich mit Blinklicht vorausfahren und andere warnen, dass du kommst? Oh, wow. Was soll das jetzt heißen? Wenn die einfach links abbiegen, ohne zu gucken, das ist doch jetzt nicht meine Schuld. Aber das war, ja, das wäre echt sehr gefährlich gewesen. So, ist aber auch echt schwierig zu fahren. Runter in den Wald. Runter in den Wald, ja, denn jetzt muss ich mal wieder in die Innensicht, so. Damit ihr die Details seht. Ich schau einfach mal den Banner hinterher. So. Aber das Sägewerk und alles weitere, was noch da ist, zeigen wir euch dann in Folge 3. Da machen wir nämlich an der Stelle hier Schluss. Däumeln nicht vergessen, Kommentare nicht vergessen. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss.